Ja, da zaubert keiner mehr, ne? Nee, momentan nicht. Alter, ich sollte nicht ins Mikrofon huhen. Das ist nicht gut. Oh, gib mal dem noch. Ist zwar schlecht irgendwie, wenn man einen Nahkampfgegner vor sich hat, mit einem Fernkampfding rumzufuchteln, aber der da muss weg. Und der ist gleich weg. Und drauf. Macht ihn doch endlich platt. Ich fasse es nicht, dass das so lange dauern muss. Der da macht zum Glück gar nichts. Ja. Aufgepasst. Mantra Key habe ich gesehen, kann man umwerfen. Gute, das würde ich jetzt ganz umwerfend finden. Und ja, ich weiß, Nahkampfwaffe während ein Fernkämpfer. Fernkampfwaffe während ein Nahkämpfer vor einem rumsteht, gar nicht gut, aber. Das soll mir jetzt mal egal sein. Ob ich heute noch den Kampf oben auf dem Berg mache? Auralia in den Kampf! Ja. Auralia in den Kampf! Denn das ist auch ganz schön stressig. Geil. Ja, schlachtet ihn. Schlachtet ihn. Und drauf! Ja. Einer weniger. Hä? Oh, Digga. Wohlan, meine Gefährten. Es war eine Freude, mit euch in den Kampf zu ziehen. Der Gipfel ist nah. Sieg oder los, Tod. Los, Kinder. Ja, den Tod sehe ich schon kommen. Nachbarn, Landsleute, Freunde. Es war mir eine Freude, mit euch in den Kampf zu ziehen. Sieg oder Tod. Können wir vielleicht meine müden kurz Knochen hier innehalten? Und, ja, ich würde ganz gerne Folgendes machen. So, dann. Danach. Könntest du dir danach vielleicht ein Schild zaubern? So, der Ginny, der bleibt alle mal hergehört am Start. Du könntest mal voll. Ach nee, Georg, pass auf. Auch noch. Waffenbalsam. Und da drauf. Gute Entscheidung. Waffenbalsam. Einmal. Ui, warum? Waffenbalsam einmal. Waffenbalsam. Hä? Dann gut. Lass das mal Vorgrim machen. Waffenbalsam. Kannst du wenigstens Waffenbalsam auf deinen Malmagroscho draufpacken? Wie sieht's eigentlich aus mit Waffenbalsam auch noch da drauf? Auch das geht. Ich nehme die Sache in die Hand. Waffenbalsam auf den. Nee, das geht nicht. Warum kann sie das nicht? Oder habe ich jetzt das Falsche genommen? Das ist Waffenbalsam. Hä? Ich verstehe es nicht. Aufgepasst. Gut. Du, Waffenbalsam auf den. Und Mutelixier. Super. Okay, alles klar. Und vor allen Dingen dann noch, meine gute Auralia. Mögen die das. Mächte mir. So, hier ist gut alles am Start. Mögen die Mächte mir. Mögen die Mächte mir. Herrin, gib mir Kraft Ketchup. Ich darf das. Ich bin der Honk und bin am Berg. Der Honk am Berg. Am Mistberg. Zu Befehl. Nicht ein Zwerg, ein Wort. Du nach vorne, sondern der Vorgrim. So, jetzt Amazone geht's. Voraus. Ja, das sind die Leibwachen von der blöden Hexe da meint oben. Ihr?
Genau, ja, das sind sie. Das meine ich. So, und ich lasse unsere Leute erstmal ein bisschen zurückbleiben. Bitte. Keine Munition? The fuck? Kriegsbolzen, komm her. Die haben schöne Namen. Schatz und Xa und Tietschatz und Tersack. Ja, also Tersack. Der Sack. Hä? Ja, so heißen die. Der Sack und die Sack. Ab origine ad, ad infinitum. Herrin. Gib mir Kraft. Ab origine. So, dann mal los hier. Infinitum. Halt. Gute Entscheidung. Ich weiß, wie das endet. Wir müssen uns um die da hinten kümmern. Und zwar im Nahkampf. Ich habe mich gerade an was erinnert. Hahaha. Jetzt habt ihr die Arschkarte gezogen, denn ich hab mich erinnert und ihr... Zum Angriff! ...seid fucking Kurkum. Tot. Zum so. Angriff! Aufgepasst! So. Nee, die müssen wir da hinten im Nahkampf nehmen, weil, die sonst die ganze Zeit zaubern. Verstehst du, was ich meine? Natürlich weißt du das. Okay. Der Mantra-Keksa kriegt jetzt mal ordentlich auf die Fresse. Bei meiner Axt! Warum speichert das Kack jetzt? Aua! Ich nehme die Sache in die Hand. Oh fuck! Mal eben die kompletten Lebenspunkte weg. Was? Ui, das war aber knapp, ne? Mhm. Das kriegen wir. Also einer ist schon mal weg, der Mantra Küsser. Der ist ein guter Küsser, weißt du das? So. Der Mantra der gute Küsser ist weg. Ich werde mal ein bisschen wagemutig sein und mal unserem Vorgrim einen Ausdauertank. Geil. Vorgrim. Und warum macht ihr nichts? Na, los geht's. Macht man den Schatzi-Blatt hier. Schatzi. Schenkt mir ein Foto oder Amazone, wie war das? Ich kenne mich mit dem scheiß Schlagerkram nicht aus, schon gar nicht mit Ballermann. Zum Angriff! So, das ist vielleicht auch gut so. Ja. Immer drauf, alles was da ist, Kurkum. Einfach drauf. Lass das mal Vorgrim machen. Du kannst ihn mal umhauen. Aber eigentlich sollte dein Hammer sowieso schon implizit die Kraft haben, Gegner umzuwerfen. Gestatten, Auralia. Das ist doch die Verzauberung auf diesem Gerät. So, Auralia, du musst gar nicht in den Nahkampf, du kannst nämlich ja auch noch den machen. Ab origine. Ad infinitum. Steh mir bei. Stirb. Schatzi kriegt aufs Maul hier. Ja. Und zwar von allen Seiten. Ich muss aufpassen. Ja. Mein. Ja. Vielleicht wird es gut, wenn du den umhaust. Was macht denn Rulana da? Achso, die schlägt auf einen, der am Boden liegt. Aha.
Das ist Schatzi, das ist Tersach. Ich kriege hier langsam nicht mehr auf die Reihe, wer wer ist. Da hinten ist Tschitschatz. Okay, ich frage mich jetzt gerade, könntest du vielleicht den Herrn Schitzak noch eine auf der Fresse geben? Oh? Ja, genau, dem Schitzak, dem alten Schitzak. Schitzak, verstehst du? Dem. Jin ist gleich hinüber. Der wird uns also keine Hilfe bald mehr sein. Uiuiui. Hier wird erbittert gekämpft. Aber letztes Mal, glaube ich, habe ich das weniger gut hinbekommen. Und zwar aus dem Grunde, weil ich diese beiden Magier-Typen erstmal überhaupt nicht beschäftigt habe, ne? Es gibt nämlich von diesen Dingern zwei, ich glaube zwei, die gezaubert haben. Und zwei, die sofort gleich, oder drei, die sofort gleich in den Nahkampf gehen. Gute Entscheidung. Und letztes Mal habe ich diejenigen, die in den, die gezaubert haben, in Ruhe gelassen, ziemlich. Und mich nur auf die, die in den Nahkampf gehen, konzentriert. Und so habe ich wunderbar auf die Fresse gekriegt, dann aus dem Hinterhalt. Durch Zauber. Guti. Auf wie geht's. Ich muss gleich schon wieder eine Pause machen. Irgendwie löst dieses Gekämpfe bei mir, diese Art von Kämpfen bei mir Blasendruck aus. Entschuldigung, wenn ich das mal so ganz klar sage. Hui. Ach, da ist ja auch noch einer, der ist ja noch am Leben. Wie kann das denn sein? Schändet die Ätzen. Die Ätzen, was? Schändet die Ätzen und Ätzen. Ja, unsere Leute sind noch ganz gut drauf. Ja, du auch. Du bist auch gut drauf. Hier, mach den mal. Pierce den mal. Ja, du sollst ihn piercen. Hui. Das ist schon widerstandsfähig. Aber ich muss hier nicht viel machen. Fall nicht. Naja, vorsichtig. Oh, das hörte sich gar nicht gut an, Vorgrim. Was ist wieder mit dir los? Was machst du da hinten wieder? Nicht? Bei Angroschbart. Nicht sterben tun, Vorgrim. Nicht sterben tun. Das ist nicht gut. Sterben tun ist keine gute Sache. Immer schön kämpfen tun. So, der hat nur noch so keinen Popel. Jo. So, meine Guten. Es wird Zeit. Und gleich stehen wir der Hexe Malgora, jetzt habe ich wieder ihren Namen, ganz persönlich gegenüber. Gestatten, Auralia. Und sie ist noch hässlicher als sonst. Wie soll das sein? Kraft, sterbe. Oh! Ja! Der ist doch auch schon fast hinüber. Na komm. Auralia. Ja, genau. Wollte gerade sagen, gib ihm den letzten... Was, ich? Pups. Ja, genau. Du hast ihm den letzten Pups gegeben und das war gut so. Den letzten Pups. Aprolenite nobomobinum. Hä? Moment. Nein, nicht den Flammenball. Ich wollte ihm gerade den Flammenball an den Kopf werfen. Das wäre einigermaßen nach hinten losgegangen. So, meine Guten, dann macht ihn mal platt. Hui, da brennt er und bricht sich seinen Knochen. Hui. Wo ist der Rest? Ja, der Rest wird gleich kommen. Wir haben nur ganz wenig Zeit, glaube ich. Ich hoffe, hier respawnt nichts. Jo, meine Guten. Ich muss gleich nochmal eine Pause machen. Wir gehen noch einmal kurz in die... ins Skilling. Oh, tatsächlich, wir können noch ein bisschen was skillen vielleicht. Der Ignifaxius Flammenstrahl geht hier. Ja, der Djinnenruf, was? Und der elementare Diener, was? Und vielleicht irgendwas wie... Ja, vielleicht nochmal die Sinnenschärfe nach oben ganz doll. Denn es ist ja jetzt sowieso... Es gibt nichts mehr zu tun, Freunde. Es ist fast vorbei. Jetzt. Und ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll.
Selbstbeherrschung könnte sie. Ja, machen wir mal. Und zwar ordentlich. Gleich aus Sinnenschärfe. Schleichen wird wohl nichts bringen. Ja, mein Guter. Geschicklichkeit ist auch beim Ausweichen wichtig. Insofern können wir ihn da mal ein bisschen was machen lassen. Sie kann den Fulminictus und den Kuminato Kugelbritz hochbritzeln. Ja, das war's dann wohl, ne? Freunde, das Leben ist lebenswert. Huch, hoffentlich mache ich keine Fehler jetzt. Muttrank. Ich werde ihm auch schon mal eine Brandsalbe draufschmeißen. Ihr werdet gleich wissen, warum. Alle mal hergehört. Muttrank. Das Zeug da drauf. Das Zeug geht nicht da drauf. Nee, leider nicht. Haben wir sonst noch irgendwas? Nö. Muttrank. Achso, halt. Sie hat keine Brandsalbe. Scheiße. Entschuldigung für den Stuhl, aber. Ja, das war irgendwas. sie braucht auch Brandsalbe. Gute Entscheidung. Ich weiß zwar nicht, ob. Also Malgora kann Feuer zaubern, sagen wir es so, ne? Weiß Bescheid. Ich versuche mein Bestes. Muttrank hat er bereits. So, nee, er braucht auch noch Brandsalbe obendrauf. Gestatten? Auch. Und sie Muttrank und sie braucht keine Brandsalbe, weil sie hat die Rüstung. Die Iridian-Rüstung sollte ihr eigentlich Feuerschutz geben. Aber das dachte ich ja bisher auch schon immer. So, Freunde, ich mache mal kurz eine Pause und dann gehen wir nach oben und verhauen Malgora und dann ist es das gewesen mit dem Spiel, glaube ich mal. Ah, bis jetzt. Damen und Herren, Wesen sämtlicher Sphären. Es geht los. Meint ihr? Ein Zwerg, ein Wort. Wünscht mir ganz, ganz viel Glück. Ich habe nochmal einen Speicherstand gemacht, falls es schief geht. Ui. Ja. Okay. Ein paar Kultisten noch dabei. Wir können hier nicht mehr raus. Lass mal was trinken. Ich würde sagen, wir hauen erstmal die Kultistenstücke. Amazone voraus. Und zwar, ja, Bogen ist noch nicht am Start. Ich wollte gerade sagen, Bogen ist am Start, ist aber nicht. Mein. So. Ja. So. Auf geht's. Die Todgeweihten grüßen dich. Ave Caesar. Naja, ich würde sagen, wir hauen die Drachenkultisten in Stücke. Denn Malgora wird nochmal eine ganz andere Nummer. Ein Zwerg, ein Wort. Erstmal alle auf einen, damit wir die möglichst schnell der Reihe nach ausgeschaltet kriegen. Und, Georg, warum hast du eigentlich keinen Djinn gezaubert? Weil ich es vergessen habe. Aber weißt du was, dann zauberst du jetzt nochmal. Halt, du zauberst dir erstmal ein Schutzschild. Nee, das kannst du ja gar nicht, aus irgendwelchen Gründen. Okay, dann. Ach so, doch, du kannst dir ein Schutzschild zaubern, wenn ich den abbreche, gut. Ach nee, kannst du doch nicht. Alter. Mach mal ein Skeletarius, bitte. Hä? Mach Skeletarius, mach fein Skeletarius. Ja, du auch. Ah, nee, du hast ja noch ein Schild. Warte, halt, stopp, dann, ja, mal wieder Ruhe. Kulminatio, Kugelblitz. Zack. Mögen die Mächte mir. Zack. Contemplatio, Ratio. Ja, mögen die Mächte dir. Oh, jetzt ist aber los hier. So. Gute Entscheidung. Ich sehe mal wieder gar nichts wegen dieser Schiete-Zaubergeschichte hier. Aber irgendwie hat es geklappt.
Da ist schon mal einer umgefallen.